Gott ist barmherzig, obwohl er es nicht immer leicht mit uns Menschen hatte. Er hat Sonne und Mond gemacht und erhält uns den Weg. Er hat die Macht über die ganze Welt, aber er nutzt seine Macht nicht zum Schaden seiner eigenen Schöpfung aus. Er hat uns alles gegeben, was wir zum Leben brauchen. Nahrung, Lebensmittel und noch viel mehr. Er hat alle Wesen der Welt geschaffen und ist der Vater der Welt. Er ist immer bei denen, die Hilfe brauchen. Er ist immer bei uns, obwohl wir ihn nicht sehen. Gott hatte einen Plan für diese Welt, aber wir Menschen sind nicht perfekt. Wenn es nach Jesus geht, müssen wir nicht perfekt sein, denn er vergibt uns unsere Sünden. Jesus ist für uns ein gutes Vorbild. Er hat geteilt und geheilt. Er hat den Menschen die Hoffnung auf die Liebe und auf die Hoffnung auf Frieden und ein schöneres Leben nach dem Tod gebracht. Er wurde gekreuzigt und ist am dritten Tag wieder auferstanden. Christen versammeln sich zum Gottesdienst, beten und singen gemeinsam in der Gemeinde. Der Heilige Geist ist wie eine schützende Hand Gottes und wacht über uns. Amen. Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt, sind das die Geschäft. Thank you.
dass ihr da seid. Und jetzt ist mal die Zeit für einen Applaus. Das bringt wirklich noch mal in besonderer Weise pfingstliche Stimmung hinein in unsere Kirche. Herzlichen Dank. Wir gesungen haben zum Kerzenanzünden beim Konfirmandenunterricht.